Hallo, hallo, Leute da draußen. Oder noch ein Hallo. Wie geht es euch heute? Ah, mir geht es gut. Und das ist wieder mein neuestes Foto. Und ich werde euch jetzt verraten, was ich vermute, wer sie sind und woher sie herkommen. Eindeutig ist es ein Flugobjekt. Wenn Sie das letzte Video schon gesehen habt, dann haben Sie auch das Flugzeug im Hintergrund gesehen. Weit drüber, also die fliegen um einiges tiefer, sind sehr viel kleiner. Ich schätze bis 5 Meter Länge oder so. Ein längeres Auto. Und ja, man sieht ganz schön nochmal die Form. Unten auch da leicht da abgerundet. Und hier hinten der Flügel weg. Der Flügel geht oben so runter. Schätze ich mal, dass es ein Flügel ist. Und hier zieht er, wird er sich reinziehen nach oben. Kann, oder? Er würde ein breiter Flügel sein, oder? Wenn das so ist. Optisch? Ich weiß nicht. Oder ob das Heck so ist. Auf jeden Fall ist hier, muss hier der Pilot sitzen. Wenn ein Pilot drin ist, dann muss er hier sitzen, im hinteren Teil der Mulde hier. Hier ist die Einkerbung und hier muss er sitzen. Sehr schönes Bild. Halleluja, Gesundheit. Dankeschön. Ja. So. Jetzt schauen wir uns an, was ich glaube, woher sie kommen und wer sie sind. Dann schauen wir mal. So, da habe ich was entdeckt. Schaut euch das an. Erste Tarnkappendrohne. Tarnkappendrohne, ja, US-Militär testet die X-47B. Weiß nicht, wie alt der Bericht jetzt ist, das habe ich nicht recherchiert. Aber der Falcon HTV-2 ist ein Prototyp eines unbemannten Überschallflugzeugs. Okay, unbemannt, ja, aber das könnte sich auch ändern, ne? Während der Entwicklung könnte man sich überlegt haben, bemannt zu machen, das Flugzeug, und ja. Und das einmal 22-fache Schallgeschwindigkeit erreichen soll. 22-fache Schallgeschwindigkeit, das müsst ihr euch reinziehen. Und die Ultraschall, was Ultraschall, was ultraschnellen Hightech-Drohnen sollen das US-Militär in die Lage versetzen, jedes Ziel auf der Welt innerhalb von einer Stunde bombardieren zu können. Okay, schon mit der in dem jetzt misslungenen Test angepeilten Geschwindigkeit von Mach 20 wäre die Drohne in der Lage, die Strecke New York-Los Angeles in 12 Minuten zurückzulegen. Also schon mit der in dem jetzt misslungenen Test, warum misslungen, wenn, aus welchem Grund? Angepeilten Geschwindigkeit nicht geschafft oder was? Das weiß ich nicht. Aber das wäre interessant noch. Aber ich vermute, dass man kann das jetzt mal vergleichen. Ich meine, das könnte jetzt anders aussehen. Das ist von oben jetzt. Und ganz spitz gemacht, das ist jetzt nur irgendein. Das ist nicht das Originalbild, weil die Amerikaner würden das Originalfoto nie herausgeben von einem Prototypen. Das würden sie nicht zeigen. Das hat diese Zeitung oder irgendeine Zeitung oder die Presse haben gemacht. Aber ich sag mal, dass die Geschwindigkeiten und so mal schauen, 22-fache Schallgeschwindigkeit, wäre es gut von euch in Rechnen? Ich schon, aber trotzdem habe ich nachgeguckt.
Und 22-fache Schallgeschwindigkeit ist 27.165,6 Kilometer pro Stunde. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Und eine Schallgeschwindigkeit, einfache, 1234,8. Also man hört ja die Eurofighter, wenn die einen Schall durchbrechen, ne? Einen Knall. Und aber warum hört man da nichts? Wenn die den Schall durchbrechen? Oder durchbrechen sie den Schall schon woanders? Und dann hört man ja nichts mehr. Das könnte die Theorie sein, dass sie den Schall irgendwo durchbrechen. Und dann schon, die durchbrechen den Schall schon innerhalb von den ersten Sekunden, wo sie wegstarten. Das wird sein. Und ich sage, ich vermute es schwer, aber mit Pilot sage ich, dass es die Amerikaner sind, plus Pilot. Ich glaube, das hier oben, das ist. Aber es sind ja viel mehr Objekte in der Luft unterwegs. Nicht nur hier, nicht nur das. Ich habe schon ganz viele gefilmt und fotografiert. Aber es könnten die Amerikaner sein. Mit dieser Technik könnten sie es leicht sein. Also keine Aliens, mal jetzt mal nicht keine Aliens, aber ich schließe die Aliens nicht aus, dass das mal klar ist. Ich schließe nichts aus, die Chinesen auch nicht und die Russen schließe ich vielleicht auch aus. Aber obwohl die ganz schnelle Raketen haben und so, kann man das ja auch eigentlich auch nicht ausschließen. Ja, es bleibt noch ein Rätsel, aber das ist schon mal eine Vermutung. Man kann hier jetzt weiterschauen. Die nächste, das US-Militär hat am 4. Februar auf der Edwards Air Force Base mit den ersten Testflügen des unbemannten Tarnkappenfliegers begonnen. Das ist jetzt ein anderer, oder? Oder sollte das das gleiche Objekt sein und das ist halt nur Symbolbild, ne? Glaube ich nicht, das, oder? Mal schauen. Aber das ist auch schon zurückgezogen, hier. Und hier hinten geht erst der, schaut's mal. Da geht leicht nach hinten. Und hier ist erst der Knick hier hinten und geht der Flügel erst weg hinten. Seht ihr das? Da ist der Knick. Könnte theoretisch sein. Die X-47B, das, okay, das ist ganz was anderes. Ganz ein anderes Flugzeug. Ist auf dem Radar nicht sichtbar und ähnelt dem von Tarnkappenbomber B-2. Ja, der ist ja schon alter B-2-Bomber. Ich glaube, der hatte $1 Milliarde gekostet oder so. Bekannten Nur-Flügler-Design. Nur-Flügler-Design, okay. Bekannten Nur-Flügler. Da habe ich fette Bücher davon, von den amerikanischen. Könnte ich mal rausholen. Tarnkappenbomber ist auch drin, der B-2. Der ist ja riesig, aber der B-2. So, die X-47B ist die erste bewaffnete Stealth-Drohne der USA. Okay, krass. Das Ziel des Unmanned Combat Air System Demonstrator Programms ist die Entwicklung einer Drohne von der Größe eines bemannten Kampfjets. Die Starts und Landungen auf einem Flugzeugträger absolvieren, so wie der Luft bedankt werden kann. Hier sieht man, ja, hier geht's zurück. Und dann ist erst hinten der Knick, ganz hinter der Flügel. So wie bei dem, wie bei meinem Objekt am Foto. Könnte theoretisch auch dahinter gezogen, aber das schaut mehr so, weiß nicht, mehr geschwungen aus hier. Und es, wie die US Navy und die Herstellerfirma Northrop Grumman mitteilen, sollen es 50 Testflüge für die Drohne geben. Sehr interessant. Werbung. Oh, jetzt ist schon wieder warm draußen, das sage ich euch, Leute.
Hersteller Grumman spricht von einem historischen Erstflug. Bei dem 29-minütigen Testflug Anfang Februar ist die X-47B laut Northrop Grumman auf eine Höhe von 1500 Meter geklettert, hat mehrere Flugmanöver absolviert und danach eine saubere Landung hingelegt. Während des Flugs habe man Daten zur Prüfung der Navigation und Steuerungssoftware und zur Aerodynamik des Nurflüglers gesammelt. Okay, das heißt, die Form so, ne? Nurflügler, die Piloten werden sich auskennen. Okay, das schaut krass aus hier, ja. Hier schaut es richtig krass aus, das Foto. Die Kampfdrohne soll bis zum Jahr 2013 einsatzbereit sein. Okay, die auf dem Radar unsichtbare X-47B, ich weiß nicht, ob Sie das lesen können, die Schrift, soll vor allem in Kriegsregionen eingesetzt werden. Terroristen Verstecke oder Trainingscamp werden als mögliche Einsatzziele genannt. So könnte die Drohne erstmals in Afghanistan zum Einsatz kommen. Okay, das ist schon jetzt lang her, der Bericht. Was ist da? Service oder die Produktion? Ist das aus was ist das? Polyester oder was? Kunststoff? Was besteht die? Die X-47B ist nicht die einzige Tankkappendrohne, die derzeit von den US-Amerikanern entwickelt wird. Ein Konkurrenzmodell ist die Phantom Ray von Boeing, okay, ebenfalls ein Nurflügler. Ihr Jungfernflug sollte ursprünglich schon im Dezember 2010 stattfinden, wurde aber auf 2011 verschoben. Also schon krass lange her. In anderen Teilen der Welt laufen die Arbeiten an Stealth-Drohnen ebenfalls auf Hochtouren. Ja, Russland entwickelt die Mixgate zu Deutsch Rochen. Deutschland und Spanien lassen, ja. Aber das ist das Ding, das erste, gibt mir am meisten Hoffnung, dass es unterwegs ist hier. Und theoretisch, weiß nicht, ob das jetzt abgekupft von der Zeitung oder von der Presse hier das Bild gemacht ist. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner das gegeben haben, wenn das ein Prototyp ist. Weiß nicht, wie alt der Bericht ist. Schon ewig alt wahrscheinlich. Aber das könnte es sein, so ein Flugobjekt, was ich jetzt. Es könnte es sein, ne? Wenn sie die 22-fache Schallgeschwindigkeit, wenn sie das geschafft haben, aber mit welchem Antrieb, ne? Das muss man noch herausfinden. Also Leute, ja, das war's jetzt mal zu dem Flugobjekt. Und ich wollte noch mal zum anderen noch was dazu sagen. Hier sieht man noch das Flugzeug im Hintergrund. Flugzeug sieht man. Das ist ja Schneckentempo im Gegensatz zu dem Flugobjekt. Ja, Wahnsinn. Und das noch mal, das war auch am Tag eine Aufnahme. Habe ich halt mit S-Kurve bearbeitet, mit der blauen Kontrast alles. Und weiß nicht, was das ist. Drohne oder irgendwas. Aber auf jeden Fall muss hier was Aktives sein, Energie im roten Bereich. Hier sieht man die Blätter vom Baum. Und der muss irgendwo dazwischen geflogen sein, am Himmel halt hinten. Und dann habe ich es vergrößert. Und hier ist es rausgekommen, das Bild. Ja, Leute, zu dem Objekt. Könnten die Amerikaner sein, wenn sie es geschafft haben, die 22-fache Schallgeschwindigkeit zu erreichen? Dann könnten es die sein. Und ja, wir werden sehen. Ich werde mal vielleicht eine Anfrage starten oder so. Weil bekannt gegeben haben sie noch nichts. Könnt ihr es probieren, oder?
Aber schauen wir mal. Aber die, wenn sie es echt sind, dann, wenn sie was dagegen haben, wegen die Chinesen und wenn die Russen und die ganzen Länder. Weiß ich nicht, ob das so klug ist, wenn ich das veröffentliche, aber ich tue es aber. So, meine Leute da draußen, vergesst nicht zu abonnieren, zu liken und zu teilen. Und ja, schickt's weiter. Und schreibt mal einen Kommentar rein, was meint ihr zu dem Flugobjekt, wer sie sind und woher sie kommen. Ich wünsche euch was. Tschüss.